Hallo und herzlich willkommen zurück zu Whispering Willows. Ja, in der letzten Folge haben wir mit dem Herrn hier rechts gesprochen, der aber nicht ja, einsehen wollte, dass er ermordet worden ist. Und irgendwo oben links, das weiß ich noch, genau hier, wo das Loch war, war das irgendwo. Da hatten wir auch die Frau von ihm oder Freundin, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, gefunden, die wohl Babysitterin war. Früher. War das hier? Ist ja eine gute Dame. War die nicht hier oben? Hallöchen. Okay, anscheinend nicht. Oder war die eine unter uns? Bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ich dachte eigentlich, die wäre hier oben drin gewesen, da wo die Puppe auch gewesen ist. Aber hier kamen wir ja rechts nicht weiter, ne? Da war die Frau auch nicht. Nee, unter uns ist noch was. Moment. Unter uns. Da kann sie aber nicht rüber. Aber ich glaube, das ist das offen oder ist das? Nee, das ist zu, ne? Nee, ist offen. So, können wir doch mal mit ihr sprechen. Es gab noch jemanden, der von Worthens Tat wusste. Bevor ich verstorben bin, hatte ich ein geheimes Treffen mit ihm ausgemacht. Geräteschuppen, 4 Uhr morgens. Er wollte mir alles erzählen. Geräteschuppen. Geräteschuppen, Geräteschuppen. Moment, da muss ich wieder zurück, ne? Ich meine, mich zu erinnern. Boah, wie kamen wir da jetzt hin? Entweder war das vor der Villa oder im Garten. Also irgendwie in diesem Bereich, meine ich, waren Geräteschuppen. Links, rechts. Rechts war der Brunnen, glaube ich. Gibt es eigentlich keine Möglichkeit. Ach, wir können sogar laufen. Oh, alle 4 Tasten sind zum Laufen. Ach so, das ist der Geräteschuppen. Okay. Ich wollte gerade erstmal durchs Labyrinth irren, aber okay. Moment. Ah nee, A, um rauszugehen, war das. A, um die Uhr zu verwenden. Oh, okay. 4 Uhr morgens, hat sie gesagt, ne? Können wir hier. Hallo? Ach, wir nur nach rechts drehen. Okay. Nein? Ja. Er kommt wahrscheinlich immer um 4 Uhr morgens hier hin, so wie es aussieht. Ich sollte es nicht sagen, aber eines Nachts hat Mr. Wortham um meine Hilfe gebeten. Ich habe ein Grab für Mr. Darby ausgehoben. Ich habe es bis jetzt geheim gehalten, aber ich kann es nicht mehr. Ich habe ihn tief in den Katakomben vergraben. Scheiße. In einen abgesperrten Raum, wo niemand ihn finden würde. Du kannst den Schlüssel zu dem Raum haben. Ich will einfach nur meine Hände von dieser ganzen Sache reinwaschen. Haben wir? Wir haben. Okay, sehr schön. Oder auch nicht, weil das ist ein blutiger Schlüssel. Ich denke, ich weiß, wo wir hin müssen. Ich habe aber keine Ahnung, wie wir dorthin kommen. Also geht schon mal gut los. Ich kann es einfach nicht glauben. Dieser Mann Wortham. Er und Darby waren meine besten Freunde. Und er hat den armen Mr. Halloran umgebracht. Warum? Warum sollte er das tun? Sie waren beste Freunde. In der Schule wurde nie erwähnt, dass er ein Mörder war. Sie haben nur die nettesten Dinge über ihn erzählt, wie er geholfen hat, das wilde Land zu zähmen und dass dank ihm unsere Stadt existiert. Ich bin nicht mehr sicher, was ich noch glauben soll. Warum sind eigentlich die 3 Pünktchen im Satz ganz oben drin? Das verwirrt mich irgendwie. So, es ist die große Frage, wie kommen wir jetzt. Ach ja, ich kann hier laufen. Moment. Das ist der Garten. Sind wir denn jetzt nicht im Garten? Also, wenn wir jetzt nicht im Garten sind, ja, das können wir immer noch nicht betreten. Da ist ja immer noch. Ja, wir brauchen was zum Zerschneiden. Vorderseite der Villa. Sternwarte. Und da müssen wir wahrscheinlich erst durch den Garten und im Garten oder vom Garten aus können wir dann in die Katakomben rein. War das richtig? Hierfür haben wir jetzt keinen Schlüssel bekommen, ne? Ich kann sie nicht öffnen. Nee, okay.
Naja, er hat ja auch gesagt, das ist ein blutiger Schlüssel. Ja. Okay, hier sind auch die Katakomben. Boah, ich hoffe jetzt nur, dass da nicht wieder so ein Viech drin ist, sonst raste ich hier aus. Oder dieses eine. Beziehungsweise die sehr eine. Die Frage ist jetzt nur, wie kam ich da hin? Da geht's nicht weiter. Also ich kann mich an so ein... Da geht's auch nochmal weiter. Ich kann mich an so einen Raum erinnern. Da war, ja, so eine Art Altar oder sowas. Ich bin mir nicht sicher. Geht's da noch weiter oder nicht? Ach, das war das mit dem... Ach ja, da sind wir am Anfang reingekommen. Hatten wir uns eigentlich die Menschenknochen angesehen? Menschenknochen, aber warum? Ja, ich glaube, das hatten wir uns angesehen. Da war so eine Art Altar oder sowas. Oder ein Sarg, ich weiß es jetzt nicht mehr. Und alles war voller Blut. Daran erinnere ich mich noch. Hier ist Geröll. Boah, das Problem ist, ich weiß nicht, wo dieses Viech gewesen ist, was uns verfolgt hat. Ich weiß auch nicht, ob der jetzt weg ist. Ich hoffe. Ich hoffe inständig. Da können wir durch eine Tür gehen. Da oben ist, glaube ich, aber keiner. Kein Sarg oder sowas, ne? Nichts Blutiges. Riss. Achso, Riss in der Decke, ich wollte gerade sagen. Sarg von Villa Tagger. Rest in Peace, Hausmeister des Willow-Anwesens. Habe ich das schon mal angeguckt? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich glaube nicht, dass mein Körper da durchpassen würde. Habe ich das alles schon mal gesagt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Dadurch habe ich auf jeden Fall die Tür aufgemacht, das weiß ich noch. Also da kommen wir dann wieder zurück. Na gut, dann gehen wir hier wieder rum. Es ist jetzt schon wieder so lange her, dass ich da drin gewesen bin. Wahrscheinlich muss ich da so versteckt durch diese Tür da hinten rein. Oder ist... Nee, hier ist auch nichts. Ich gucke jetzt aber erstmal kurz die offensichtlichen Sachen an. Jeremiah Mode. Dieser Sarg sieht aus, als wäre er eilig angefertigt worden. Habe ich mir sicher schon alles durchgelesen. Es tut mir leid. Wie? Hier drin darf ich nicht laufen? Echt jetzt? Oh Gott. Warum kann ich hier drin nicht laufen? Jetzt habe ich endlich mal nach, weiß ich nicht, 4 Folgen oder so herausgefunden, dass ich überhaupt laufen kann. Und dann kann ich hier drin nicht laufen. Das ist doch echt eine Sauerei. Hier auch nicht. Ja, also wahrscheinlich generell hier drin nicht. Jetzt bin ich überlegen. Die Tür, die war, glaube ich, war die jetzt hier? Ja, die war hier. Und das ist schlecht, damit kommen wir nämlich... Ah, hier ist das mit der blutigen Spur. Blutiges Hemd. Du meine Güte, dieses Hemd ist so voller Blut. Und ein Knochen, den ich aber nicht mitnehmen kann. Warum nicht? Ich wollte sagen, warum leuchtet die jetzt da hinten so? Na gut. Aber wieso kann ich die Knochen nicht mitnehmen? Mann! Ist doch bestimmt irgendwie so ein Schenkelknochen oder sowas von dem. Die Frage ist jetzt natürlich, soll ich das blutige Hemd, soll ich ihm das jetzt zeigen? Würde ich jetzt so spontan sagen. Moment, welche müssen wir jetzt hoch? Das war die richtige, glaube ich, ne? Also 2 Leitern und dann links sollten wir nochmal dahin zurück müssen, was ich nicht hoffe. Da war es doch, da war es doch. Schwupp. Und dann glaube ich noch eine Leiter nach... Nee, okay, dann Treppen nach oben von mir aus. Auch gut. So, jetzt darf ich aber wieder laufen. Frage ist jetzt nur, wohin? Ich weiß nämlich nicht, von wo wir jetzt gekommen sind. Ich glaube, von hier sind wir. Garten verlassen. Und schon weiß ich nicht mehr, ob er von rechts oder von links kam. Ach, das ist doch doof. Da ist Vorderseite der Villa. Okay, ich glaube, rechts oder links ist in dem Fall dann egal. Die Frage ist jetzt auch, muss ich mit denen in der Villa sprechen? Oder muss ich nochmal zum Geräteschuppen zurück? Wahrscheinlich muss ich mit denen in der Villa. Ich probiere es jetzt da erstmal. Hier kann ich auch nicht laufen. Okay, also immer wenn wir in Gebäude sind, anscheinend nicht. Mal schauen, ob wir ihm überzeugen können. Mein Hemd. Ich habe es immer getragen. Seit diesem Tage. Dem Tage des Massakers.
Aber was machst du damit? Du bist wie das kleine Mädchen im Garten, das mich immer an die Vergangenheit erinnert. Das kleine Mädchen im Garten? Okay, mehr sagt er aber nicht. Ach Mann! Irgendwann kriege ich es auch mal rein, dass ich mit der gleichen Taste wieder rausgehe. Worte können nicht beschreiben, wie ich mich fühle. Ich fühle mich so hoffnungslos. Alles, was ich über die Vergangenheit erfahren habe, lässt sie so furchtbar wirken. Und von da kommen wir doch alle. Wenn das unsere Vergangenheit ist, wie können wir dann hoffen, etwas besser zu machen? Wir haben uns über Generationen hinweg gegenseitig umgebracht und jetzt scheint es so, als würde sich nichts bessern. Aber es muss einfach Besseres als all dies geben. Das muss es einfach. Ich werde es finden und wenn es nicht existiert, werde ich es erschaffen. Ja, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Moment, es war aber richtig, dass wir nach links oben gegangen sind. Nur sie war irgendwie im ersten Zimmer oder so. Genau, hier war sie, glaube ich, schon. Ja. Es gab noch jemanden, der von der Tat wusste. Er wollte mir alles... Na gut. Also mit ihr kann ich nicht mehr reden. Vielleicht kann ich mit dem Typen draußen reden. Er hat jetzt auch von einem Mädchen im Garten gesprochen. Das Problem ist... Das ist dieser Teil, glaube ich, der abgeschlossen ist, oder? Rückseite der Villa. Moment, wo war jetzt? Geräteschuppen ist hier. Da wollte ich nämlich noch mal kurz rein, ob der jetzt noch was anderes sagt eventuell. Ich sollte es nicht sagen. Nee, okay. Ja, ja, ja. Hab schon verstanden. Puh, ja. Aber wir kommen doch nicht dahin. Also da rein. Da fehlt uns, wenn das jetzt das ist, was ich denke, da fehlt uns doch noch ein Schlüssel. Moment, das war das Gewächshaus. Und da ist direkt der Brunnen, oder? Ne, jetzt die Vorderseite der Villa. Eieiei, dieses unübersichtlich. Also unübersichtlich, ne, ist relativ. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Dann habe ich noch die Katakomben irgendwie im Kopf. Garten, da sind wir doch gerade hergekommen, oder? Ne, wir sind von hier gekommen. Vorderseite der Villa. Guck mal hier nochmal. Ja, das ist abgeschlossen. Ich kann sie nicht öffnen. Bin überrascht, dass er noch funktioniert, ja. Das sind die Katakomben. Meint er jetzt damit? Aber er hat doch gesagt, ich gehe nochmal kurz zurück. Moment. Nee, hier war das, ne? Er hat doch von Mädchen im Garten erzählt. Das ist... Um den Garten... Moment, um den Garten zu betreten. Also sind wir jetzt im Garten. Ach, guck mal, das Mädchen. Oh, du hast den weißen Mann kennengelernt. Ich brauche 3 weitere Blumen, um meinen Strauß fertigzustellen. Ja, geil. Labyrinth. Nicht so geil. Ich bin ja so schon total durcheinander, wenn ich irgendwo hinlaufen muss. Und dann auch noch ein Labyrinth. Ich glaube, das ist nicht so günstig. In all der Trostlosigkeit an diesem Ort habe ich ein kleines Mädchen getroffen. Und sie ist sogar glücklich. Sie ist so süß. Ich mag sie sehr, vielleicht sogar mehr als Flying Hawk. Er macht mich aber auch traurig. Ich glaube nicht, dass sie weiß, dass sie tot ist. Ihr Name ist Skyflower und sie hat mir erzählt, dass sie Blumen für die weißen Männer sammelt. Ich vermisse es, mit Mom und Dad herzukommen. Als kleines Mädchen habe ich früher immer Blumen gepflückt. Genau wie Skyflower. Ich könnte ihr helfen, ein paar Blumen zu pflücken. Vielleicht heitert mich das ein wenig auf. Aber wo kriegen wir jetzt Blumen her? Ich will jetzt hier nicht zu... Okay. Kann man das da irgendwie wieder rüberschieben oder so? Ah, das können wir schieben. Okay. Ja, hallo? Och, nee, komm. Ich weiß, dass das schwer ist. Aber das ist jetzt nicht euer Ernst, oder?
das ist wirklich lächerlich, ganz ehrlich. Es ist ja jetzt nicht so, als ob wir jetzt denken, boah, jetzt haben wir es endlich geschafft, weil wir 30 Mal wieder von vorne angefangen haben. Sondern das ist dann ja eher so, dass wir dann denken, oh Gott, wie oft muss ich jetzt noch da drauf drücken? Also ist schon sehr nervig jetzt gerade gewesen. So, eine neue Notiz. Welch Wunder. Das halbe Spiel besteht aus Notizen. Aber ich finde es gut. Ich meine, man kommt der Geschichte auf jeden Fall sehr schön auf den Grund. Meine Hände zittern, während ich schreibe. Dieser Tag war der schlimmste meines Lebens. Wir haben nach den Wilden gesucht, um zu sehen, welche Gerüchte sich als wahr herausstellen würden und welche als falsch. Manche hatten gesagt, sie wären ein brutales Volk, während andere behaupteten, sie wären friedlich. Ich kann nicht sagen, was wahr ist. Wir haben draußen vor den Tipis des Schamanen gewartet, während Wortham drinnen seinen Rat ersucht hat. Er war anders, als er wieder herauskam. Ich weiß nicht, was es war, was ich in ihm spürte, aber er war plötzlich ein anderer Mann. Er hat die Männer angewiesen, alle zu töten, und sie sind mit grinsenden Gesichtern davon galoppiert. Ich bin geblieben. Ein kleines Mädchen kam mit Blumen in den Händen auf uns zugerannt. Er hat mir befohlen, es zu tun. Er sagte, sie würde erwachsen werden und meine Söhne im Schlaf ermorden. Ich konnte mich nicht dazu bringen, sie zu erschießen. Sie ist zu nah an meinem Gewehr. Hallo? Geht das mal weiter? Sie ist zu nah an mein Gewehr gekommen und er hat geschrien, ich solle ein Mann sein und es tun. Ich hob meine Waffe und habe sie auf sie niedergeschlagen. Sie fiel zu Boden und ich wusste, dass sie tot war. Ich ging zu meinem Pferd und mir war übel. Ich hielt mich aus dem Rest der Kämpfe heraus. Das war Darby. Was war das? Denkmal. Was ist das für ein Ding? Eine Glocke? Ein Zylinderhut vielleicht? Ich weiß nicht. Um durch die Öffnung zu gehen. Ich gucke erstmal, ob wir hier noch... Ne, okay. Haben wir nicht wirklich viele Auswahlmöglichkeiten. Hier ist auch nichts. Öffnung. Gehen wir erstmal hier durch. Okay. Oha. Ich würde gerne sehen, wie sie einen Schluck von meinem Kellergeistwein trinkt. Wenn du verstehst, was ich meine. Nein, ehrlich gesagt verstehe ich das nicht. Oder war das jetzt ein dummer Scherz darauf bezogen? Was für eine schöne Blume. 3 Stück brauchen wir, glaube ich, ne? War das jetzt darauf bezogen, dass ja, sein Kopf da nicht so ganz so hängt, wie er eigentlich hängen soll? Ich weiß es nicht. Eine Männerbüste. Das ist irgendwie lustig, oder? Naja, sehr lustig ist das nicht gerade. Die können wir nicht mitnehmen. Öffnung. Tür ist verschlossen. Okay, schauen wir trotzdem erst nochmal kurz auf der anderen Seite, was da genau ist. Und zwar gar nichts, okay. Okay, dann gehen wir durch die einzige Tür, die wir hier finden. Da geht's auch nicht weiter. Ich gucke immer schon, da ist noch eine Öffnung. Noch eine Öffnung? Noch eine Öffnung. Oh, scheiße. Labyrinth. Oh, die sieht aber nicht sehr einladend aus hier. Dornenbusch. Ein Tier könnte diese Dornen vermutlich entfernen, aber ich glaube nicht, dass ich es kann. Mal kurz gucken, aber da links ging es nicht weiter, ne? Okay, können wir hier ein Tier irgendwie rausscheuchen oder so? Wir können gar nicht da durch. Okay. Na gut. Vielleicht kommen wir ja irgendwie von der anderen Seite daran, dass wir da von da aus wirklich ein Tier durchscheuchen können. Weil es sieht so aus, als ob das jetzt quasi die andere Seite ist. Können wir aber nicht weiter. Okay. Oh. Sieh sich einer diese schöne Blume auf dem Schlüssel an. Das ist der Gartenschlüssel. Ich habe irgendwo ganz am Anfang hatte ich eine Tür, die verschlossen war. Ich hoffe, dass die ganz am Anfang war. Ich bin mir ehrlich gesagt gerade nicht sicher. Da ist noch was zum Lesen.
So, das Bild des Mädchens verfolgt mich noch immer. Ich spüre das Bedürfnis, Trost für meine Handlungen zu erfahren. Ich habe nach jeglichen Quantaco gesucht, die das Massaker überlebt haben könnten. Ich habe ein paar Überlebende gefunden, aber Wortham ließ nicht von ihnen. Er darf nie herausfinden, dass sie existieren. Ich bin nicht sicher, was er tun würde, wenn er von ihnen erfahren würde. Es ist nur eine kleine Gruppe, aber sie leben. Ich habe mich ihnen zu Füßen geworfen und sie aufgefordert, mich für meine Missetaten zu bestrafen. Aber sie taten es nicht. Sie haben mir stattdessen erlaubt, mehr über sie zu erfahren. Das kleine Mädchen, das ich getötet habe, ihr Name war Sky Flower. Oh. Warum weiß ich nicht, aber ihren Namen zu kennen, spendet mir etwas Trost. Wenn ich sie in meinen Träumen sehe, kann ich sie beim Namen rufen. Okay. Achso, da ging es nicht weiter. Da war eine Sackgasse, oder? Ah ne, von da sind wir gekommen. Das heißt, irgendwo hier müsste theoretischerweise die Tür... Achso, hier. Perfekt. Gartenschlüssel haben wir gebraucht. Sie sieht aus wie eine Art Göttin. Hier geht's auch nochmal durch. Kann ich die? Ja, kann ich nehmen. Trotz all meiner Probleme habe ich es geschafft, eine Frau zu finden. Claire ist ihr Name und ich meine, sie ist das schönste Mädel in der Stadt. Ach so, das ist der eine wieder. Wie auch ich, kommt sie aus Irland und als wir uns kennengelernt haben, wussten wir, dass es Liebe ist. Wir haben zuerst letzten Dienstag geheiratet und keiner von uns konnte glücklicher sein. Sie weiß von meiner Vergangenheit und sie hilft mir durch meine Nachtängste. Sie hält mich und sagt mir, dass alles wieder gut wird. Ich weiß nicht, was ich ohne sie tun würde. Sie ist der Grund, warum ich noch lebe. Schon makaber, wenn man daran denkt, dass er tot ist. Okay, gehen wir mal durch die erste Öffnung hier. Oh Gott, jetzt wird das hier schon wieder so kompliziert, oder was, Leute? Da ist noch was. Wir hoben große Gruben aus, um die Leichen der Wilden loszuwerden. Unzivilisiertes Volk verdient schließlich kein zivilisiertes Begräbnis. Für diesen verräterischen Schamanen jedoch reservierte ich ein besonderes Grab. Ich habe gestattet, dass sein Körper in der Sonne verrottet, während wir unseren Brunnen aushoben. Ich vergrub ihn tief unten, wo ihn nicht einmal die Würmer erreichen würden. Wir haben bei dem Angriff nur 3 Männer verloren, was jeder Lieutenant in einem Krieg akzeptabel finden würde. Eins der Zugpferde krachte durch die Erde, während es eine Last hinter sich herzog. Wir forschten nach und fanden heraus, dass es in eine Grube gefallen war, die zu einer Reihe von unterirdischen Höhlen führten. Ich habe beschlossen, die Toten dort zu begraben und es als Mausoleum für mein Anwesen zu verwenden. Für meine liebste Martha habe ich einen tollen Sarg am Eingang der Katakomben gebaut. Ach, das ist dieser riesige Sarg. So dass ich sie jederzeit einfach besuchen kommen kann. An den Wänden der Höhlen sind Adern, die möglicherweise Edelmetall enthalten. Und wir verwendeten diese als Grundlage für unseren Bergbau. Es wird mit der Zeit erweitert. Das ist erst der Anfang von meinem Glück. Achso, jetzt ist er wieder zurück, ja. Okay, wir sind jetzt von links gekommen und schon wieder was, was ich nicht kaputt machen kann. Wir müssen dringend was finden, womit wir was zerschneiden können. Ich verstehe auch nicht, warum die das nicht mit dem Schlüssel einfach versucht. Wobei, den Schlüssel haben wir jetzt auch nicht mehr, ne? Ja, oder mit der Schaufel zumindest. Die Schaufel haben wir ja auch noch. So, dann gehen wir mal durch die zweite Tür. Wenn wir jetzt eine Heckenschere finden, ne? Oh, was ist denn hier passiert? Zerbrochene Statue. Ich frage mich, wie diese Statue zerbrochen ist, wenn doch... Hallo, darf ich hier nochmal klingen? Wenn doch all die anderen noch stehen. So, gucken. Was haben wir denn dahinter? Ach, eine Blume! Sehr schön. Weiter kommen wir da auch, glaube ich, nicht. Die passt doch niemals dazwischen. Okay, die kann dahinter so ein bisschen. Sehr schön. Tun wir die hier hin. Zack. Oder auch nicht? Nee, wir mussten ihn, glaube ich, auf den Körper rauftun, ne? Genau. Hallöchen, fliegende Blume. Nein.
Oh, jetzt kann ich die nicht ernsthaft nicht nehmen, oder? Moment, hä? Da hinten kann ich die dann nehmen. Ihr wollt mich doch veräppeln. Wir haben jetzt zwei Blumen, genau. Das heißt, theoretischerweise müsste jetzt hinter dem letzten Teil noch eine Blume sein. Oder war das das, wo wir hergekommen sind? Oh. Diese Statuen spielen füreinander. Wie schön. Ja. Ist aber auch nichts, was wir hier machen können. Kann man auch nicht höher gehen. Ach, was? Warum drücke ich immer? Ich wusste, irgendwann kommt wieder dieser Moment, wo ich dann wieder da falsch drauf drücke. Also wir haben immer noch nicht die letzte Blume gefunden. Und sind jetzt aber quasi durch das Labyrinth einmal durch, wenn ich das richtig sehe. Wer war das? Ah! Wuff, wuff! Wo ist der hin? Ist der jetzt da durchgelaufen? Ich denke, ne? Moment. Moment. War das hier? Ich guck mal eben. War das hier, wo wir... Das war aber nicht hier. Ach so, da muss der durch die nächste Tür selber durchlaufen wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Verstehe, verstehe. Okay. Wuffi, wo bist du? Wuff, wuff. Ich glaube, die Labyrinthfolge wird etwas länger. Okay, letzte Tür. Komm, leg einen Zahn zu. Wir müssen Wuffi finden. Oder vielleicht heißt er auch Wuff, Wuff. Das kann natürlich auch sein. So. Hallo, Wuffi, Wuff, Wuff. Ja, wir sind direkt da. Sehr schön. Können wir ihn denn auch dazu benutzen, durch die anderen Dinger da durchzulaufen? Ich bin mir nicht sicher. Steht er jetzt noch hier? Das hört sich so an, ne? Theoretischerweise müsste man ihn ja nach links nochmal jagen können. Das sieht mir so nach einem Grab aus. Hallo? Nun, ich bin Marty Sims. Wie ich sehe, hast du meinen Hund Buford gefunden. Ach, das ist sein Hund? Okay. Also mehr kann er nicht... Sein Hund Buford, ja. Müssen wir ihn irgendwie zum Herrchen jagen? Oder warum steht der jetzt noch hier? Aber ich hätte ganz gerne, dass er vorher woanders hinläuft. Er geht doch jetzt auch woanders hin, ne? Aber anscheinend kann man jetzt nichts mehr mit ihm machen. Schade. Das ist wirklich, wirklich schade. Vor allen Dingen müssen wir jetzt auch noch die letzte Blume finden. Ja, aber da wir jetzt schon fast eine halbe Stunde lang dran sind, würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Und ich denke, in der nächsten Folge werde ich noch einige Zeit brauchen, hier durch dieses irre Labyrinth durchzukommen. Also ich denke, dass wir den Hund wahrscheinlich brauchen. Also denke ich, ich weiß es nicht, um dieses eine noch frei zu kriegen. Da war ja noch mal irgendwo ein zweites Gestrüpp, wo wir nicht durchkamen. Also hier in diesem Labyrinth. Aber wie sollen wir ihn ja da hinkriegen, wenn wir ihn nicht jagen können von einer Seite, sage ich jetzt mal, dass er woanders hingeht. Ich bin mir da überhaupt nicht sicher dabei. Puh, keine Ahnung. Aber egal, wir werden es hoffentlich in der nächsten Folge herausfinden. Nicht einfach abhauen, es geht sofort weiter, weil dann nämlich das neue Chapter bald begonnen hat. Ja, in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben. Und zwar gab es rechts Wuffi, den süßen Hund. Ja, mehr oder weniger süß, ne? Er ist halt tot. Ich habe überlegt, als ich jetzt gerade eben, ja, ich nehme die Folgen gerade hintereinander auf, als ich gerade eben ausgemacht habe und die neue Folge, also bevor ich die neue Folge gestartet habe, ob das eventuell daran liegen könnte, dass er nicht weggeht. Ich gucke mir das nochmal kurz an, weil er ist ja eigentlich in die richtige Richtung gedreht.
Deswegen, ich versuche mal einfach sie, weil hier drin, nee, hier drin kann ich die nicht rauslassen, den Geist. Ich versuche sie einfach mal auf die andere Seite zu kriegen. Nein, das wollte... Was war denn das? Graben? Das war aber vorher nicht, oder? Magentablumen. Och nein. Ist das dein Ernst? Ich dachte, die wäre jetzt da, wo wir den Hund hinkriegen müssen. Ja, toll. Ja, jetzt... Achso, die kommt jetzt gar nicht da durch. Okay, also dann habe ich es zwar gut überlegt, aber das wird dann nicht so funktionieren, wie ich mir das gedacht oder gehofft habe. Jetzt haben wir allerdings ein ganz anderes Problem. Immer wenn sie sich so verhält, passiert meistens irgendwas. Und ehrlich gesagt, ich würde jetzt gerne schleunigst aus dem Irrgarten hier entkommen. Sind wir da? Ich bin mir nicht sicher. Sind wir da nach rechts? Ah, da geht's nicht. Kommt da vielleicht irgendwas durch die Tür jetzt durchgeprescht, die da zu war? Oder... Oh! Alter! Ernsthaft? Wow! Oh Gott! Kommen die jetzt überall? Hier komme ich ja nicht weiter, ne? Moment, bin ich nicht hier jetzt erst gekommen? Ich bin gerade völlig verwirrt hier von diesem komischen Viech. Nein! Ah! Ah! Echt jetzt? Ich kann hier gerade nicht mehr mit Vollgas da durchlaufen. Boah, mein Gott. Also von links sind wir nicht gekommen, das weiß ich. Das ist wieder so prädestiniert von der Größe her. Oh ja. Nein, nein. Oh, fuck. Ach du Scheiße. Aber gut zu wissen, dass wir dann noch quasi nochmal von vorne anfangen. Boah. Mir hier rum? Ich bin mir ehrlich gesagt, boah, ich bin mir jetzt so gar nicht mehr sicher. Ich habe jetzt nur noch Schiss in den Knochen. Ich will hier raus. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie wir da rauskommen. Ich glaube, wir sind immer eins weiter nach links gegangen. Jetzt sind wir schon wieder... Oh! Oh! Nein, das war doch der Anfang. Oh! Wieso taucht er auch direkt auf der Tür auf? Hallo? Geh da raus, geh da raus, geh da raus. Oh mein Gott. Hab ich mich jetzt erschrocken. Flower Power. Ja, ich weiß schon gar nicht mal, was wir jetzt gerade machen müssen. Bei mir ist jetzt gerade alles weg innerlich. Wir haben jetzt einen Strauß. Lass ihn mich zum weißen Mann bringen. Ich weiß einfach, dass es ihn aufheitern wird. Zum weißen Mann. Der weiße Mann, denke ich mir mal, wird dieser Willows-Typ da sein, ne? Ja. Macht sie denn noch irgendwas? Okay. Ja, mach mal. Bring den mal zum weißen Mann. Jetzt muss ich erstmal gerade meinen Herzrasen wieder unter Kontrolle kriegen. Also, wir haben... den Brief. Ja, er glaubt, genau, er glaubt mir ja noch nicht. Was heißt glaubt nicht? Ich muss ihn ja eigentlich noch davon überzeugen, dass er tot ist, ne? Kommen die Viecher auch hier? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, die sind nur im Garten drin. Ah ne, das sind die Katakomben. Achso, dann bin ich doch falsch rumgelaufen. Boah, ey. Obwohl, ey, hier draußen steht sie jetzt auch ganz anders. Ich hoffe jetzt nicht, dass die hier auch noch rumkommen. Hä? Moment. Hä? Achso, Garten verlassen. Ach, bin ich da jetzt ernsthaft zweimal dran vorbeigelaufen? Die sind in der Villa. Die Villa war irgendwo auf der rechten Seite. Ich weiß aber nicht, ob sie jetzt hier auf der rechten Seite war. Nee, sieht nicht so aus. Gewächshaus. Vorderseite der Villa. Ja, ich denke, auf der Vorderseite war der Eingang. Achso, hier ist der Brunnen. Ja, das sieht gut aus. Da. Dann schauen wir mal, ob er jetzt noch was Neues zu sagen hat. Jetzt sind sie beide. Ach!
Ja. Er ist der weiße Mann. Das ist aber nicht dieser Obelus gewesen, oder? Nee, das war dieser Darby. Okay. Kleines Mädel, ich danke dir sehr für das Geschenk. Ich kann dir gar nicht sagen, wie leid mir das tut, was geschehen ist. Ich verdiene deine Freundlichkeit nicht. Deine Vergebung. Danke, Elena. Tschüss fürs Erste. Okay. Was meinst du damit? Also ich vermute mal, dass sie jetzt ihren Seelenfrieden gefunden hat. Dass sie deswegen jetzt sich verabschiedet hat. Wir haben sie getötet, Elena. Wir haben sie alle getötet. Und ich war der Schlimmste von uns. Ich habe den Schädel von diesem kleinen Mädchen mit dem Hinterteil meines Gewehrs eingeschlagen. Wissen wir. Wortham hat mir den Befehl erteilt, aber das entschuldigt nicht, was ich getan habe. Ich bin fertig damit, für ihn zu kämpfen. Meine Seele ist in einer feurigen Hölle verdammt, aber ich habe damit meinen Frieden geschlossen. Geh, Elena. Finde deinen Vater. Stell sicher, dass du ihn festhältst, wenn du ihn gefunden hast. Ja, das hätten wir jetzt noch in der anderen Folge theoretisch mitmachen können. Aber gut, ich wusste jetzt nicht, dass es dann so schnell geht. Irish, he was alive. Okay. Tschüss, Darby. Ich hoffe, du findest deinen Trost. Machen wir das erstmal aus, damit es nicht so laut ist. Erst verlässt mich Flying Hawk und jetzt Skyflower. Und Mr. O'Halloran. Und gerade als ich angefangen habe, sie zu mögen. Er hat sich als netter Mann und letzten Endes als gute Person herausgestellt, trotz einiger Dinge, die er zu Lebzeiten getan hat. Ich freue mich für ihn und für Skyflower. Ihnen wurde viel zu lang das Jenseits verwehrt. Es war höchste Zeit, dass die beiden nach Hause kommen. Und hier ist die Folge nun wirklich zu Ende. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.